Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Politik-Tycoons in der 39. Staffel. Das ist eine obskure. Das ist eine so absurd hohe Zahl. 39. Staffel. Ja, wie gesagt, so. Hallo und willkommen zur 39. Staffel des Politik-Tycoons in der Folge 378. soweit YouTube da recht hat. In der zweiten Staffel von den Grünen in Deutschland. Das ist, ja. Da habe ich 40 Sekunden mit der Anmoderation verbraten und wahrscheinlich haben jetzt schon alle abgeschaltet. Also alle, die noch da sind. Guten Tag. Wie auch immer ihr das ertragen konntet. Wie auch immer ihr 378 Folgen von Politik-Tycoon ertragen konntet. Ich sag's ganz ehrlich, wenn einer alle Folgen durchgeschaut hat, der oder die hat keine Hobbys. Oder erkennen das kaum. Schade. Schade. Stade, ja, Stade. Stade, der Herr Kellner ist gestorben. Warum denn nicht? So, Bundestagswahlergebnisse sind Verhältnisse, die gar nicht unrealistisch sind. Das ist tatsächlich. Es sind Verhältnisse, die nicht unrealistisch sind momentan und die SPD auf Platz 1. Das ist, Oh, das haben wir sonst in Politik-Tycoon, glaube ich, nie. Doch immer die Union die erste Wahl. Wird's auch hier, da bin ich mir fast sicher. Aber, man darf ja wohl noch hoffen und ich spioniere jetzt nicht bei der Union, also bitte. Könnt ihr euch abschminken? Zu teuer. Oh, das ist so ein löblicher Entwurf, aber ich muss dagegen stimmen. Vielleicht kommen wir in die Bundesregierung. Ach, das wäre schön. Da könnten wir Minister bestimmen und alles. Ach, Frau Baerbock als Außenministerin zum Beispiel, das wäre lustig. Union, SPD, AfD, FDP, Linke, das ist natürlich katastrophal. Wir müssen die Grünen stattdessen hier haben. Ja, die Union hat gewonnen. Oh, aber deutlich hier. Oh, fast sind wir noch an die SPD rangekommen. Was ist das denn hier? Wir gewinnen auf jeden Fall massivst dazu. Die AfD bleibt etwa gleich. Das ist nicht ganz realistisch, muss ich sagen. Die FDP durchaus im realistischen Rahmen. Die Linke, oh, 5,01%. Ja, gut, das, ja. Will es nicht zugeben, aber ich glaube, das könnte mit den Linken auch so ungefähr am Bundestagswahltag passieren. Ist alles zwischen 5,01% und 7% möglich. Aber selbst wenn sie unter 5% landen sollte, was unwahrscheinlich ist, werden sie garantiert drei Direktmandate kriegen. Dementsprechend. Wow! Wie, aber das ist schön. Eine GroKo ist nicht möglich. Eine GroKo ist knapp nicht möglich. 352 Sitze. Uiuiui, das wird lustig. Gibt es etwa Kenia zum Beispiel? Ja, natürlich Tarek Al-Wazir. Aber gar nicht drüber nachdenken. 26 Wochen in Hessen. Ja, Radio und allem. Allem Trara. Und Bayern, nach dieser Bundestagswahl. Wir müssen es uns gönnen. Wir sind jetzt an einem Scheideweg. Wir können in Bayern Platz 2 werden, hätte ich gesagt. Eine schwere Sache. In Platz 2 zu halten, weil die Freien Wähler und so weiter, ne? Aber ich glaube an uns. Dafür zur Feier des Tages spionieren wir bei den Freien Wählern. Bevor der Wahl ja nochmal machen. Oder wird es wahrscheinlich noch nicht wieder weit genug sein. Aber wir brauchen ein Spionagebüro. Wenn wir das Geld dafür haben. Tatsächlich haben wir. Perfekt. So, wir sind jetzt, Spionagefeind. Wir regieren natürlich mit Union, SPD, ja, Linke, Grüne. Ja, Union. Auf jeden Fall sehr realistisch. Ja, eine Ampel. Was haben wir hier mit der AfD nicht so? Sind wir machtgeil? Wie kommt ihr nur darauf, dass wir machtgeil werden? Ne? Bundesregierung müssen wir trotzdem mal alle Optionen in Erwägung ziehen, außer mit der AfD, außer wir werden dadurch Bundeskanzler. So einfach ist das. Auf jeden Fall sagen wir auch Bundeskanzler, weil es Habeck ist. Ui, das wird ein Skandal geben. Das wird ein Skandal geben, diese Regierung. Ui, also. Oh Gott. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ach du Scheibe, hier.
Robert Habeck ist wohl Bundeskanzler unter der AfD. Also mit der AfD. Wir haben's. Umweltministerium, das ist das einzig Wichtige. Schade. Gut. Arbeitsministerin wird. Ach, machen. Wir machen bei uns natürlich paritätische Besetzung, das heißt drei Frauen, ein Mann. Ne, wir haben einen Bundeskanzler, deswegen entweder drei Männer, zwei Frauen oder andersrum. Also mal schauen. So, Arbeitsminister. So. Kann arbeiten hier. So. Machen wir doch mal. Gute Frage. Britta Hasselmann. So, Bildungsministerin Katrin Göring-Eckardt. Passt perfekt. Familienministerin. Gnade Künast. Genau. Die Frau Künast. Und Gesundheitsminister wird jetzt ein Mann. Dann nehmen wir. Annalena Baerbock eigentlich einen Posten geben, ne? Tut mir leid, Britta Hasselmann. Müssen Annalena Baerbock auf jeden Fall einen Posten mal geben. Ob das in der Reihenfolge, wie ich die erstellt habe, wahrscheinlich hier. So, sieht man, wie unwichtig Annalena Baerbock damals noch war. Ja, Gesundheitsminister wird dann, habe ich, kennt halt niemand. Palmeier. Reinhard Bütikofer. Genau. Oh, Bundeskanzler Robert Habeck, Arbeitsministerin Annalena Baerbock, Außenministerin Simone Barrientos-Kraus. Die habe ich erst heute erstellt. Es ist schön, die hier schon zu sehen. Bildungsministerin Katrin Göring-Eckardt, Familienministerin Renate Künast, Finanzminister Karl-Heinz Busen, Gesundheitsminister Reinhard Bütikofer, Umweltminister Rainer Brüderle. Oh Gott, die Umwelt wird kaputt gehen. Verkehrsministerin Alice Weidel, Verteidigungsminister Stefan Brandner. Lafontaine. Wahlkampfpauschale, sehr schön. Bayern und Hessen stehen beide an. Oh, wir sind Bundeskanzler. Das heißt, wir können jetzt Gesetze einbringen. Außenministerium haben wir nicht. Das heißt, wir machen keine Staatsreisen. Die Linke tun nicht. In der Realität wird die lieber das Außenministerium kriegen. Niemals. Wenn es Rot-Rot-Grün gäbe. So, wir legalisieren als erstes. Das war Cannabis. So. Warten ja auch gar nicht auf Bestechung oder sowas. Machen genug. Ach, du Scheiße. Plötzlich sind wir in der Bundesregierung und haben so viele Mitglieder. Können wir gleich mal zu Feiertags bei der Union spionieren. Thüringen auch noch. Mann, Mann, Mann. Union in Thüringen. Ob da der Herr Maaßen was mit zu tun hat? 23,04% in Umfragen in Bayern. Wir sind auf jeden Fall auf einem Hoch momentan. Also das ist ja momentan für Bundeskanzler. Gut, mit der AfD in einer Regierung, aber mein Gott, besser falsch regieren als nicht regieren oder so, sagte doch Lindner mal halt dementsprechend. Nein, das große Mietshaus, sah doch so schön hier aus. Muss ich direkt wieder aufbauen, weil es so schön aussah. Kommt auch kein Hochhaus, ja echt nur Deko, die Mietshaus. 80.000 so. Sind wir schon die zweitgrößte Partei? Schade. Bald. Die verlieren ja hier alle vielleicht nicht. So. Ja, 23% wie in Umfragen ist tatsächlich auch mein Ziel. Mehr erwarte ich gar nicht. AfD ist natürlich dafür Cannabis. Natürlich. Vor allem die AfD sagt immer Cannabis legalisieren, auf jeden Fall. Die wollen das ja tatsächlich zu medizinischen Zwecken, sind sie ja tatsächlich auch dafür. Wir machen eine sogenannte Regenbogenkoalition übrigens. Das heißt, eine Koalition aus allen Parteien, außer den beiden stärksten Kräften quasi. Also quasi aus allen Parteien, sodass aus allen kleinsten Parteien zusammengebaut quasi, das nennt sich dann Regenbogenkoalition. Weil auch, das sind ja immer so viele Ideologien, die dann da zusammenarbeiten würden und so weiter. Man regiert quasi um die großen Volksparteien herum. Ja, ich glaube, ich habe es ziemlich schlecht erklärt, oder? Guckt einfach auf Wikipedia oder bei Google oder Bing oder Yahoo oder Ecosia oder DuckDuckGo oder was auch immer ihr für Suchmaschinen benutzt. So. Könnten gut Ministerpräsident werden. Ministerpräsidentin. Sorry. War rot. Ah. Saarland. Das Saarland. Wir schieben Boris Palmer ab. Sind wir mal ehrlich. Den mag keiner.
schieben ihn ins Saarland ab. Aber kriege ich ja Fernsehwerbung. Nehmt unseren Palmer, niemand mag ihn oder sowas. Oh, investieren jetzt ja richtig, richtig Asche. In Hessen und im Saarland, dass wir auch da gut in die Regierung kommen. Und wir regieren natürlich, weil jetzt haben wir eine gute Regierung mit der AfD, müssen wir jetzt auch weiter regieren. Ja, Claudia Roth, Ministerpräsidentin mit den Freien Wählern und der AfD. Wir sind jetzt ab sofort eine Partei im rechten Parteienspektrum. Ganz einfach. Und Rot und Grün ist trotzdem noch in Ordnung. Claudia Roth wird auf jeden Fall mit der AfD zusammenarbeiten. Weiß man ja. Ganz klar. Größter Fan. Die AfD liebt ja auch Claudia Roth. 150.000 denke ich doch nicht die Ausgaben der Forschung. Also da müsst ihr schon höchstens mal aufs Doppelte springen lassen. Und damit mache ich das Zehnfache. Essen. Oh, dafür spielen wir mal der AfD. Könnte ein kurzes Projekt werden. Vielleicht haben wir es ja bis zur Bundestagswahl durch. Weil ich die echte. Das Ziel ist ja, wie gesagt, immer ja, 100% des Bundestages zu kriegen. Da muss ich mal schauen, ob wir das schaffen, wann wir das schaffen, ob wir das schaffen. FDP, da lohnt es sich noch zu spionieren. Genau. In Bavü, das nützt uns nur nichts, weil wir in Hessen und im Saarland Wahlen haben. Aber netter Versuch. Hallo Clemens. Muss man nicht kennen. Kenne ich auch nicht. Oh, wir machen direkt 40 Wochen im gesamten Land Werbung hier. Und er richtig auf dem Putz, ja. 20 Wochen. Plakatwerbung im gesamten Land. Aber auch Mitglieder. Das ist unser oberstes Ziel gerade. Da uns auch kein Geld. Ja. Zu teuer oder so. Wir gewinnen die Landtagswahlen in Hessen. Da egal, weil sie hat beste Chance, Ministerpräsident zu werden. Es könnte aber auch gut eine. Wie nennt man so eine Koalition? Botswana. Das ist bestimmt Botswana. Was war doch Botswana? Was war nochmal Botswana? Botswana war schwarz-blau. Gut, das kann es nicht werden. Glaube ich. Nee, kann es nicht werden. Mit der SPD noch dazu. Mir fällt jetzt gerade kein Land, das schwarz, rot und blau auf der Flagge hat, aber gibt's bestimmt. Fällt mir gerade nur nicht ein. Ansonsten findet man bestimmt einen anderen tollen Namen. Wie Schmuddelampel oder so. Blaues Deutschland. Das weiß ich. Lampel. Schmuddelampel. Ja, In Sachsen, nehmen wir doch mal Edith Sitzmann. Weiß nicht, wo die herkommt, aber sie hat einen schönen Namen. Wenn Frau Sitzmann hier zuschaut, guten Tag. Sie haben einen schönen Namen. Vorname sehr schön, Nachname sehr schön. So. Ja, normal, dass das immer schön am Laufen ist hier. Da bei der Union immer schön die Skandale aufdecken. Macht ihr Rezo. NRW, das ist schön, weil da viele Leute wohnen, auch wenn da keine Wahlen gerade sind. Aber die hat ja die letzte Wahl auch in NRW gewonnen, dementsprechend. Eine Sache. Wir haben jetzt inzwischen schon eine gute Koalition mit der AfD, dementsprechend. Wollen da was versuchen. Aber natürlich haben wir Rot-Rot-Grün jetzt in Hessen mit Harek Al-Wazir als Ministerpräsident. Heute ist fertig. Hallauinger. Wo immer, der mag wohl kein Rot-Rot-Grün oder so. Können wir dann mal machen. Aber irgendwo müssen wir Geld reinkriegen, ne? Aber, wenn wir mal das Renteneintrittsalter auf 65 senken. Das Geld werden wir wohl haben. Oh, ist das? Ja, Schwund. Oh. Schön. Punada. Also wir haben es ja wirklich nicht schlecht hier. Man macht jetzt noch die Wahlen im Saarland und dann ist das auch ein Folgenende, hätte ich gesagt. Weiß ich nicht, das hat gute Chancen. Also ist durchaus sehr wahrscheinlich, dass es durchkommt. Und schon hat sich die Wahrscheinlichkeit stark gesenkt, weil sowohl Union als auch dagegen gestimmt hat. Aber gut, es kommt durch.
Danke, FDP, dass ihr so loyal abgestimmt habt. So, wenn wir im Saarland jetzt noch gewinnen könnten, dann wäre ich zufrieden, aber wahrscheinlich nicht. Wir waren einfach beim letzten Mal zu schwach. Ja, wir uns hier sehr stark. 8,99% ist aber für Saarland ein echt starkes Ergebnis. Dafür, dass wir gerade hier frisch einziehen quasi, ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Also, von 0 auf 8. Quasi. Oder auf 8,99, Verzeihung. So viel Zeit muss sein. In Thüringen fangen wir dann an mit der Name hier mit Gisela Erler, genau. 24 Wochen in Thüringen. Ich weiß ja nicht, wo die alle herkommen, aber hier so nach dem Namen, das könnte Thüringen sein. Ist es ja wahrscheinlich nicht, aber der Name erinnert mich an Thüringen dementsprechend. Frau Erler, herzlichen Glückwunsch. Sie kommen jetzt aus Thüringen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.